Mauer von Mundus ist über dem Kern. Dort wirst du dich wieder mit Virgil treffen. Pass auf dich auf. Die Seelen der Verdammten ziehen dort durch. Lass dich nicht von ihrem Strom ergreifen. Viel Glück, Dante. Ja, machen wir schon nicht. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von DMC Devil May Cry. Hier fahren wir schon mal runter und warte kurz, ich komme gleich wieder. So, ich musste mir noch die Kopfhörer ranstecken. Jetzt müssen wir noch kurz mal... Ey, was soll denn das jetzt gewesen sein? Ich habe die Steuerung schon nicht mehr im Griff. Das ist jetzt eine Weile her, seit ich DMC gespielt habe. Und daher tut's mir sorry gerade. Aber immerhin sind wir auf diesen Plattformen safe. Wäre jetzt auch noch schöner gewesen, ne? Ja, für diese Stages muss man wohl oder übel seinen Charakter voll beherrschen. Ne. Was bist du? Ja, du wirst nur durch sowas geplättet. Der ist runtergefallen. Okay, dann machen wir das bei dir so. Hehe. Ja, das ist schon fies, aber ey. Die wollen es ja nicht anders. Und jetzt? Ist ein wenig verwirrend hier. Kommen wir da drüber? Ja, Mann! Hat zwar irre Damage gezogen, aber wir sind drüber gekommen. Hey! Hi, mein Freund! Hast du mich vermisst? Also, ich hab dich vermisst. So, rüber. Hier rüber, sehr korrekt. Also so lässt sich's leben. Oh Gott, wie viel das wieder gezogen hat, ey. Ja, nee. Nee. Das sehe ich jetzt nicht ein, ey. Das sehe ich jetzt nicht ein, ja, definitiv, geh weg, So, einfach mal weg hier. Ah, Leben gedroppt. Darf ich mal? So. Bei dem hau ich mal hier ordentlich auf die Omme. Sorry, das war jetzt gerade Fail. Aber wenigstens geht's jetzt. Nö. Könntet ihr mal so liebenswürdig sein und mich in Ruhe lassen? So, oh verdammt. Also ich bin definitiv nicht mehr geübt in sowas. So, dann können wir so ausweichen. Das finde ich auch in Ordnung. Wie lange geht es, bis einer hier tot ist? Und das ist auf einfach. Wenn man sich das mal gibt, man, wie stark die sind hier. Und wenn man dann noch ins Feuer gerät, hat man ordentlich auch Probleme. Ah, immerhin Leben. Ich sehe schon was. Ah, immerhin hast du deinen eigenen Kollegen abgeschlachtet. Finde ich auch in Ordnung. Au. Ah ja, kann mich danach ziemlich wieder heilen. Ah, ne. Nö, nö. Der explodiert. Sehr korrekt. Ah, ne. Nein. Nein. Warte mal. Wo ist Leben? Wo ist Leben? Boah, das war jetzt genial. Nö. Wo ist die hin? Ne. Sehe ich nicht ein.
Yo, hier, friss. Hier, friss. Einfach sterben. Einfach sterben. Tiddle, ich will dich nie wieder sehen. Bei dem kann man nicht viel machen, außer vielleicht sowas. Au, nö. So, hier. Viel Spaß, meine Dame. Ich hoffe, du gibst mir Leben oder so. Nein. Das akzeptiere ich nicht, von dir besiegt zu werden. So. Das wird jetzt ordentlich wehtun, mein Freund. Was machst du? Nein. Böse. Hier, friss. Ja, ja, ja. Hier, nimm das, mein guter Ola Dude. Das kannst du vergessen. Jetzt gehe ich wieder hier mal auf die Seite. Ist eigentlich ein easy Gegner, wenn man ihn alleine vor der Schnute hat. Aber irgendwie ging gerade die Konsole aus. Ich komme gleich wieder. Nicht die Konsole ging aus, sondern der Fernseher. Warum auch immer. Au. Ey, ich sterbe noch hier. Au. Und ja, ich bin tot. Nö. Dann werden wir hier mal Spiel beenden und nochmal von vorne beginnen. Würde ich doch mal glatt behaupten. Fortfahren. Ist mir egal. Haben wir halt verloren. Einmal. Wow. Ja, ich hätte die goldene... Aber jetzt sind wir hier. Was? Warum sind wir wieder hier? Was? Ich habe doch keine Kugel eingesetzt. Was? Seid ihr Banane? Ich habe nichts eingesetzt. Ich spiele gerne alles von vorne, ne? Also, so ist es nicht. Nein, 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 nein. Du kannst gerne deine eigenen Crewmitglieder töten. So ist mir am liebsten. Immerhin sind die Leben wieder da und ich bin wieder full life. Das heißt, es könnte einfacher werden. So, mal schauen, wie das hier so vonstatten gehen wird. So, hier. Dankeschön. Du räumst deine eigenen Crewmitglieder, wie gesagt, weg. Das ist immer sehr eine schöne Sache. So, jetzt stehst nur noch du vor meiner Fresse. Das heißt... Au, wie du mich immer triffst, ne? Obwohl ich ausweiche, sozusagen. Ach so weicht man aus, ja. Ja. Ja, wenn man so spielt, ja, dann geht's. Aber sonst, ne. Ah, seht ihr? Au. Super. Jetzt kommt die Scheiße wieder. Ja, aber es sieht nicht besser aus wie vorhin. Oh, verdammt. Da oben hat es auch noch was Grünes. Wenn ich das richtig sehe. Ah, nö. Der kann jetzt nicht im Ernst dem eine Schutzrüstung anziehen, oder? So. Dann ziehen wir dir eben schnell mal das Leder ab. So. Hey, hallo. Bist du Banane?
Dankeschön. Au, verdammt, jetzt bin ich nicht ausgewichen. So. So, Wanderfall. Ah, verdammt, jetzt bin ich nicht ausgewichen. Jetzt schon. Super. Jetzt sind wir vorbei hier. Dankeschön. Ah, danke. Vielmal. Ja, wo ist jetzt der Baum da? Ah, der ist da vorne. Wie kommen wir jetzt noch daran? So. Ah, und die kommen, an den kommen wir nicht. Wir haben schon wieder zu viel Damage gefressen. Aber das ist eigentlich das einfachste Patentrezept dagegen. Gut, hätten wir das jetzt auch überstanden. Einmal losing for the win oder so. Yo. Gratis Leben verlieren for the win. Okay, hier geht's lang. Also, die Kette sollte nicht vom Feuer betroffen sein. Meine Fresse. Das wäre jetzt auch noch gewesen. Aha. Die Hölle persönlich, könnte man sagen. Ja klar, wenn du jetzt hier runtergefallen wärst, mein Freund. Dann hätten wir Probleme gekriegt. Ich sag's dir. Ach. Nein. Das finde ich jetzt absolut nicht korrekt. Nein, absolut nicht. Nö. So. Tschüssi. Bye bye. Match. Und ich habe natürlich noch die Orbs dazu gekriegt. Finde ich sehr nice. Ah, verdammt, jetzt habe ich es nicht hingekriegt. Ne, 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 ey, was ist denn da kaputt? Ey, 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 ey. Jetzt warte ich nochmal. Ey, das hat mir zu viel Leben abgezogen. Das war jetzt ziemlich knapp. Aber ziemlich geil. Aha. Ihr wollt also wieder auf die Fresse. Das kann man gerne einrichten. Ne? Ja. Das sind doch Schwertskills, die sich sehen lassen. Also hier in dieser Hölle bleibe ich nicht lange. Das kann ich euch schon mal prophezeien. Hm, da unten wäre eine goldene Tür, aber wir haben keinen Schlüssel, ne? Das heißt, wir können instant weiter. Ah, in Ordnung. So, dann waren wir hier. Auf jeden Fall ganz geile Stage. Aber viel zu viel Damage Output für meinen Geschmack. Auf einfach. So. Hier rüber. Oh, komm schon. Ich hoffe, das funktioniert. Sonst sehe ich schwarz. Och, ne.
Jetzt darf ich dem ausweichen und ihr auf die Fresse geben. Klar, hier gibt's noch Heilorbs, aber das kannst du mal schön knicken lassen. Nee. Dankeschön. Konzeptreihe geschaltet, Hexe. Oh, verdammt. So. Nein. Oh Gott. Na, ist okay. Ja, immerhin kann man ihn so ziemlich auseinandernehmen. Nein. Was machst du als nächstes? Irgendwie bist du fehlgeleitet. Oh, das ist schon besiegt. Ja, jetzt kommen schon die beiden. Ja, nö. Wie soll ich die beiden denn besiegen? Ich habe gerade so meine Probleme. Ja. Ja, super. Die zwei schlage ich nie im Doppelpack. Ich kann sie höchstens versuchen, aufeinander zu lenken. Aber das ist dann schon gerade alles, was ich kann. Ah, ist okay. Ja, super. Ja, super, ich bin tot. Jetzt würde ich gerne eine goldene Kugel verwenden. Aber, ja, gut, Spielende, machen wir es so wie vorhin. Bis zum Boss hin zumindest. Fortfahren. Mal schauen, wo uns das Spiel rauslässt. Ja, Sophie. Immerhin da. Das können wir noch safe, fast ohne Schaden, erreichen hier. So, komm. So. Dankeschön. Ja, du kannst gerne hier antanzen kommen und sie killen. Aber ich denke, das ist jetzt nicht dein Begehr. Au, au, verdammt. Jetzt bin ich auf die falsche Taste gekommen. So. So, ich glaube, bei dir gibt's gleich ordentlich was aufs Fressbrett. So. So. Komm wieder runter, du bist völlig am falschen Ort. So, dankeschön. Jetzt kommen die Hauptpfeifen hier. Nein. 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 Ja, super. Super. Nein. Ist okay. Super. Solange der uns jetzt in Ruhe lässt, ist alles okay. Ah, scheiße. Ah. Aber jetzt läuft schon besser als vorhin. Ja, immerhin, das hat ihn auch erwischt. Yep, und wir haben den wichtigsten besiegt. So. Der ist jetzt hier ein Klacks, meine Freunde. So. Yep. Na, komm. Du fällst noch, mein Freund. Dankeschön. Nö, jetzt kommen die zwei Gegner zusammen. Wo ist sie jetzt? Nö, sehe ich nicht ein.
So, die haben wir jetzt safe schon gekillt. Ah, verdammt. Da, ich habe nicht überall meine Augen, mein Freund. Sonst wäre ich ein Magier. Und ein Magier bin ich definitiv nicht. Nein. Du kannst gerne dort bleiben, wo der Pfeffer wächst. Ah, nee. Nee. Sehe ich nicht ein. Tja. Ah, verdammt. Jetzt hast du mich seit langem wieder mal richtig geschlagen, mein Freund. So. So. Ja, Mann. Tut mir leid, wenn ich jetzt gerade ein wenig ruhiger war, aber das ging mir auf die Glocken, Freunde. Ja, Mann. I love it. Puh. Jetzt geht's hier weiter, oder wie? Oh, komm schon. Nur wegen so einer kleinen Haarspalterei. Jetzt warte ich extra gerade. Ich habe keinen Bock darauf, dass dann hier wieder heißt, ja, du bekommst Schaden, nur weil du gerade zu lange gewartet hast. Nein! Nein! Oh, komm schon. Ja, klar. Ja, klar. Nö, Spielende. Muss. Fortfahren. Ah, danke schön. Ja, gut. Unsere Bilanz wird nicht gerade cool sein, was die Sterberate angeht, aber egal. So. War's richtig. Aber wie geht's weiter? Das war's. Really? Einfach so vorbei. Es war klar, dass ich in die Rang krieg, aber was? Okay. Verbessern wir uns auf jeden Fall mal. Verbessern. Was könnten wir denn noch verbessern? Naja. Eher den Stachel würde ich erhöhen. Und die 1000 Stichstufe. Sehr cool. Jetzt bist du Dante ziemlich dem Original nahe. Oh, ich hätte ja kleine Lebenssterne verwenden können. Aber ich möchte das eigentlich nur so durchspielen können. Aber okay. Im Versteck des Dämons. Kaufe einsetzbare Gegenstände und Kampfverbesserung. Aha, ja, ja, kein Problem. Ich will mal gucken. Also wir werden mal gucken, wie die Mission 18 denn so aussehen wird. In der nächsten Folge von DMC, Devil May Cry, toodaloo.